Wenn wir einfach festhalten, bei der Medienkonferenz von Mustafa ist es offensichtlich keine Priorität gewesen. Während deines Wahlkampfs ständig den Inhalte und Lösungen ändern, ja, das finde ich schon problematisch. Das ist einfach schlicht und einfach nicht wahr. Und ich verstehe nicht, wie Konradin Kramer jetzt hinter deiner Bildungspolitik steht. Am 7. April wählt Basel den neuen Erziehungsdirektor. Zur Verfügung stellen sich zu meiner Linken SP-Altnationalrat Mustafa Attici und zu meiner Rechten FDP-Grossrat Luca Urcese. Wir stellen Ihnen ein paar Fragen. Herr Attici, wieso sollten junge Menschen Sie wählen? Ich bin seit 20 Jahren in der Politik und ich habe fast nur Bildungspolitik gemacht, habe zwei erwachsene Buben, ganze Schulzeit mitverfolgt und mit vielen Institutionen, die mit den Bildungsthemen unterwegs sind, auch mit den Lehrerinnen und Lehrern, mit den Eltern und KMUler, die Berufsbildung anbieten, unterwegs. Ich kenne die Dossier sehr gut. Herr Urcese, wieso sollten junge Menschen Sie wählen? Ich war der jüngste Regierungsrat und ich habe mich in meiner ganze politische Karriere, die jetzt auch schon 20 Jahre dauert, immer auch mit den Anliegen der Jungen besonders auseinandergesetzt. Ich bin Präsident der Jungfreisinnigen Basel-Stadt während 4 Jahren. Das ist natürlich sehr nah an jungen Themen. Aber auch als Grossrat bin ich Mitglied der Bildungs- und Kulturkommission gewesen. Habe mich sehr stark gemacht für politische Bildung in den Schulen. Also ich glaube, ich habe ein gutes Päckchen auch für die Jungen. Herr Jesus, Sie sind für Förderklassen. Der Herr Attici spricht sich für temporäre Förderklassen aus. Wieso geht Ihnen das zu wenig weit? Ich glaube, es gibt Situationen, wo wir junge Menschen haben, die sich nicht in eine Klasse können oder wollen integrieren. Dass man die temporär mal rausnimmt und schaut, ob man sie nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten wieder in die Regelklasse integrieren kann, finde ich richtig, finde ich gut. Ich bin der Letzte, der sich dagegen wehrt. Aber es kann junge Menschen geben, wo das nicht möglich ist. Und dann finde ich es richtig, dass man sie aus dem Klassenbund rausnimmt, in so eine Förderklasse rein tut. Ich glaube, dann wird man ihre Bedürfnisse und ihre Ansprüche am besten gerecht. Herr Attici, wieso gehen Förderklassen rein zu weit? Also wir haben ja in den früheren Jahren mit den Kleinklassen schlechte Erfahrungen gemacht und ich finde total problematisch, wenn die Kinder schon in Primarschule in erster, zweiter Klasse auf zwei Gruppen aufgeteilt werden. Wenn sie zusammen gefördert werden, dann haben sie mehr Chancen mit temporäre durch Heilpädagogen unterstützten Förderklassen, haben sie eine sehr gute Möglichkeit und auch zweier Teams Sozialpädagogen in der Klasse. Das Problem, das wir jetzt haben, dass ED 7 Jahre lang nichts gemacht hat. Herr Jesse, sollten Privatschulen staatlich finanziert werden? Nein, aber Privatschulen sind ein wichtiger Bestandteil von unserem Bildungssystem, decken gewisse Bedürfnisse ab, die die öffentlichen Schulen nicht abdecken. Und darum, glaube ich, müssen wir auch auf sie Rücksicht nehmen. Herr Attici? Nein, die Volksschule sollten wir verstärken. Das ist sehr wichtig für alle Kinder. Spielt es keine Rolle, als für einen aus einem Elternhaus, dass sie kommen, dass sie in der Volksschule gut erhoben werden. Aber es gibt auch Privatschulen, die im gewissen Bereich auch Angebote anbieten, die auch vielleicht für den einen oder anderen Schülerinnen und Schüler hilfreich sein könnten. Sie wollen beide Eltern stärker in Schulkarriere von ihren Kindern einbeziehen. Der Herr Urcese schlägt mehrsprachige Supportteams vor. Sie, Herr Attici, reden von spezifischen Eltern über. Was soll das bringen? Also das Thema kenne ich sehr gut. 2008 habe ich im Grossen Rat einen Vorstoß eingereicht. Der wollte, dass Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule verstärkt werden kann. Es gibt tatsächlich Eltern, die in diesen Elternabenden oder in der Schulsozialarbeit nicht mehr abgeholt werden. Und wenn wir jetzt noch eine Gremien mit den Support Team aufbauen, neben Schulleitung, neben Lehrerinnen und Lehrern. Ich will nicht, dass die Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer delegiert wird. Ich will schon, dass sie entlastet werden, aber Schulsozialarbeit sollte mehr verstärkt werden. Da wird es besser sein. Herr Urcese, Ihre mehrsprachigen Supportteams, für was? Ja, Eltern haben eine wichtige Rolle bei der Bildungskarriere von ihren Kindern. Wir müssen versuchen, sie stärker einbeziehen. Zum Teil funktioniert das nicht. Und ich fände es falsch, wenn man das einfach der Lehrpersonen tut, die ganze Last abdrücken, dass sie sich um all das kümmern, um Dolmetscher, dass die auch können ihnen nachrennen, wenn sie nicht an den Eltern oben kommen. Und da verspreche ich mir von solchen mehrsprachigen Supportteams, dass man sie gezielt adressieren kann, die Eltern, in der Sprache, die sie auch verstehen, ihnen unser Bildungssystem kann auch erklären und dass sie mit dem ein Teil können von der Bildungskarriere ihrer Kinder werden. Herr Jesse, wie kann man durch ein Kopftuchverbot für Lehrerinnen den gesellschaftlichen Zusammenhalt an Schulen stärken? Das ist etwas, was wir heute schon kennen als Regeln. Wir haben eine klare Trennung von Kirchen und Staat. Also das heisst, der Staat soll neutral sein gegenüber allen Religionen. Und ich glaube, das ist wichtig, um zu signalisieren, dass da der Staat nicht eine bestimmte Position einnimmt, sondern sich neutral verhält.
Herr Attici, wie wichtig finden Sie die Linie aus dem ED? Ich finde es richtig. Die Lehrerinnen und Lehrer haben eine sehr wichtige Funktion und sie sollen tatsächlich neutral sein. Es sind Situationen, die vielleicht anders interpretiert werden, auch von den Schülerinnen und Schülern. Daher unterstütze ich die Haltung von dem ED. Wir kommen zur Integrationsmaschinerie Volksschule. Herr Attici, wie viel Integrationsarbeit müssen LehrerInnen leisten? Also Lehrerinnen machen sehr viel Integrationsarbeit. Es ist hervorragend, aber die sind tatsächlich sehr viel unter Druck. Man soll nicht alles von den Lehrerinnen und Lehrern erwarten. Also ich denke, eine Zusammenarbeit mit dem Elternhaus und Schulhaus und auch zum Teil mit den Schülerinnen, Schülern und Lehrern könnte eine angenehme Zusammenarbeit bringen, davon alle profitieren zu können. Lehrpersonen haben natürlich die Hauptrolle, wenn es darum geht, Integrationsarbeit zu leisten. Sie sind die wichtigste Bezugsperson für die Kinder. Aber es ist wichtig, dass man sie bei dieser Arbeit nicht allein lässt, dass man sie unterstützen im Rahmen von unseren Möglichkeiten. Darum auch mein Vorschlag von den Support-Teams für die Elternarbeit, wo sie gezielt in einem Bereich entlasten können. Wir können sie aber auch administrativ entlasten, dass sie mehr Zeit haben, sich auf das zu konzentrieren, was wichtig ist, nämlich unsere Kinder. Herr Orcesi, Sie wollen Frühfranzösisch abschaffen. Wie kann die Einhaltung vom Sprachenkompromiss trotzdem sichergestellt werden? Ja, das Hamos-Konkordat sieht vor, natürlich, dass man in der Primarschule Französisch muss haben. Das will ich ja nicht ganz abschaffen. Mir geht es um die ersten zwei Jahre, die dritte und die vierte Klasse. Da tun wir jetzt Zeit investieren in Französisch, ohne dass wir tatsächlich ein positives Ergebnis sehen. Und da bin ich überzeugt, wir können Französisch nach hinten schieben, die zwei Jahre, die Zeit, die wir gewinnen, für den Deutschunterricht einsetzen, weil dort haben wir ja grosse Herausforderungen. Ich bin überzeugt, das ist ein Gewinn für alle. Herr Attici, sind Sie der Meinung, die Abschaffung von Frühfranzösisch würde der Sprachenkompromiss gefördert? Das Thema ist mir ziemlich bekannt. Letztes Jahr, als ich auf nationaler Ebene in der WBK war, haben wir einen Vorstoß überwiesen, die frühsprachliche Förderung auch evaluieren wollte. Auch in unserem Kanton hat Sandra Bothe letztes Jahr einen Anzug eingereicht. Also ich denke, über das Thema sollten wir diskutieren. Aber damit, dass man meint, dass man deutschsprachliche Unterstützung verstärken könnte, denke ich, dass es schwieriger ist. Der Vorstoß von der Sandra Bothe habe ich mit unterzeichnet. Im Grossen Rot hat das also auch unterstützt, dass wir die Evolution vornehmen. Und der Vorstoß kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern aus der Erkenntnis heraus, dass das Frühfranzösisch, wie wir es heute haben, die gewünschten Ziele nicht erreichen. Und darum bin ich überzeugt, wenn wir etwas einführen und es nicht klappt, dann müssen wir es hinterfragen und auch den Mut haben, mal das wieder aufzugeben. Was ist mit den Schulnoten, Herr Attici? Sind die noch zeitgemäß oder können wir die abschaffen wie im Kanton Luzern? Ah ja, es ist eine Diskussion, die ich sehr, sehr wichtig finde. Es gibt auch andere wichtige Elemente bei der Entwicklung von den Kapazitäten oder von einem Kind. Also Schulnoten ist immer eine klare Zahl, dass man sieht ungefähr, wo das Kind steht. Aber alles mit den Noten regulieren, finde ich problematisch. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist verlässliches und anerkanntes Instrument zum Messen, ob die Schülerinnen und Schüler die Lernziele, die wir ihnen gesetzt haben in den Lehrplan, ob sie die auch erreichen. Bis heute ist mir kein besseres Instrument bekannt als Schulnoten, mit allen Defiziten, die Schulnoten haben. Aber das ist etwas sehr Einfaches, etwas Anerkanntes, wo man sich auch daran orientieren kann. Wie gesagt, wenn es da eine gute Alternative gibt, bin ich für das offen. Aber im Moment sind Noten das Mittel der Wahl. Unerträgliche Hitzesummer stehen uns wahrscheinlich wieder bevor. Was halten Sie von einer Siesta, Herr Attici? Ja, es ist tatsächlich interessante Ideen im Raum, von einem Schirme gegen Hitze bis vielleicht, wenn die Kinder in der Klasse nicht mehr haltbar sind, dass man in die Natur geht. Also dort bin ich offen einerseits, dass der Staat weitere Maßnahmen unternimmt, also mehr Begrünung, mehr Aufenthaltsräume, in denen auch die Kinder gerne beschult werden. Aber das alles sollte man flexibel darstellen. Die Lehrerinnen und Lehrer und Schulhäuser sollten die Möglichkeiten haben. Herr Orcesi, Siesta wie in Bella Italia? Also, wie wir alle, müssen sich selbstverständlich auch die Schulen an veränderte Temperaturen entsprechend anpassen und einrichten. Ich glaube, Siesta ist jetzt nicht der richtige Weg dazu, sondern da gibt es sicher Massnahmen im Bereich Infrastruktur, schauen, dass wir in den Liegenschaften angenehme Temperaturen haben zum Lernen. Und dann gibt es ja für die Lehrpersonen eine Möglichkeit, vielleicht mal einen Unterricht im Freien zu machen. Also, ich glaube, da sollte man den Lehrpersonen auch ein bisschen Freiraum geben, um adäquat auf die Situation zu reagieren. Alle reden von der Volksschule, aber zum ED gehört bekanntlich auch die Uni, gehören auch Hochschulen. Wie würde Sie, Herr Orcesi, unsere Nachbarskanton
Kanton Basel-Land über Zeugenwelle nicht noch weiter zu sparen. Ich bin sehr froh, dass Sie das Thema ansprechen. Schon bekanntlich kein Schwerpunkt von Moussa Fatici gesehen, im 5-Punkte-Plan, was mich irritiert hat, weil die Hochschulen etwas enorm wichtig sind für unseren Innovations- und Forschungsstandort. Die Verhandlungen, die uns bevorstehen mit dem Kanton Basel-Land, sind eine grosse Herausforderung. Wir kennen die finanziellen Probleme vom Kanton Basel-Land. Da müssen wir es schaffen, in einem Dialog eine langfristige Lösung zu finden, dass wir nicht alle 4 Jahre wieder aufs Neue müssen darüber diskutieren, wie können wir die Uni stabil finanzieren. Herr Attici, kein Schwerpunkt in Ihrem 5-Punkte-Programm? Also in einem kurzen Medienkonferenz konnte man nicht alles bringen. Auch meine Kollege hat ja Schulranking in seine Medienkonferenz nicht gebracht. Auch, dass die Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr als unter 50% arbeiten können. Oder Gimmickquote hat er vorhin gesagt, dass er dagegen ist. Er ist ja immer bis vor 2 Wochen war für Gimmickquote. Also in einem Medienkonferenz kann man nicht alles bringen. Aber für Planungssicherheit, Unifinanzierung ist enorm wichtig. Ich habe gute Netzwerke auf Bundesebene. BL muss man mitnehmen, das wäre für unseren Kanton enorm wichtig. Der Mustafa spricht regelmäßig die Rankings an, das scheint der große Fokus von ihm zu sein, weil ich thematisiere das nicht, weil es ist schlicht und einfach keine Priorität von mir. Wenn ich noch gefragt werde, dann gebe ich selbstverständlich Antwort darauf. Aber ja, auch in der Bildungspolitik muss man Prioritäten setzen und wir müssen einfach festhalten, bei der Medienkonferenz von Mustafa ist es offensichtlich keine Priorität gewesen. Ja, Schulranking. Ich merke, dass die FDP bei Bildungsthemen schnell dann Themeninhalt und Lösungen ändert. Vor 2 Jahren war ja ein Vorstoß von euch und damaliger Regierungsrat Christoph Ehmann hat pur Populism genannt. Und jetzt seit 3 Wochen plötzlich bringst du dann Bildungsthemen, die tatsächlich einerseits Gimmickquote, die in der Ausführung unmöglich sind, also Lösungen, die auch nicht heben können. Oh. Nein, ich vertrete keine Gimmickquote. Also, ich vertrete keine fixe Gimmickquote. Einfach um das festzuhalten. Ja gut, also bei dem ersten Wahlgang waren wir ja zusammen bei allen Podium und dann hast du ja überall erwähnt. Und auch diese Schulranking am 24. Januar, also vor eineinhalb Monat, hast du ja in der Paz wieder bestätigt, also das unterstützt. Also ich denke, während deines Wahlkampfs ständig den Inhalte und Lösungen ändern, ja, das finde ich schon problematisch. Entschuldigung, das ist einfach schlicht und einfach nicht wahr. Ich habe Rankings nicht zu meinem Thema gemacht. Der Einzige, was sie ständig zum Thema macht, ist der Mustafa. Und wenn ich von Medien, wie zum Beispiel im Januar, dann noch gefragt wird, wenn ich mir das vorstelle, wie das damals meine Partei vorgesehen hat, dann würde ich selbstverständlich darauf antworten. Wenn man mir Fragen stellt, dann antworte ich entsprechend. Aber es ist kein Schwerpunkt von mir. Es ist keine Forderung, die ich in dem Wahlkampf aufgestellt habe. Nie. Und von dem her, er hat das Gefühl, er kann mich auf diesen Punkt angreifen, aber ich vertrete das nicht. Im grossen Rot ist es klar abgelehnt worden, das akzeptiere ich, darum ist es keine Priorität für mich. Also es ist das. Einmal noch. Ja, es ist tatsächlich, also ich sehe es wirklich für einen grossen Widerspruch. Allen Bereichen, in denen Konradin Kramer einen Vorschlag gebracht hat, man kann dafür oder dagegen sein, alles stellst du in Frage und ich verstehe nicht, wie Konradin Kramer jetzt hinter deiner Bildungspolitik steht. Ist das auch noch meine letzte Reaktion? Yeah. Ja, da musst du versuchen, krampfhaft Widersprüche zu konstruieren. Ich habe dargelegt an meiner Medienkonferenz, was meine Prioritäten sind. 10 Punkte, sehr konkret, entstand im Dialog mit den Lehrpersonen. Das ist ihm offenbar nicht gelungen. Das finde ich halt schade. Herr Attici, der Bund spart 500 Millionen Franken für Bildung, Forschung und Innovation. Was müssen wir machen, damit die besten Forschenden auch weiterhin bei uns in Basel bleiben und forschen? Also eine wäre tatsächlich auf Bundesebene weiterhin aktiv sein. Ich war ja Mitglied der WBK. Ich habe gute Kontakte. Ich kenne die Leute vom Bund, die mit in diesen Dossiern zuständig sind und auch unsere Bundesparlamentarier. Mit denen tausche ich mich öfter zu diesem Thema. Und zweitens tatsächlich Zusammenarbeit mit der EU Horizon. Das wäre enorm wichtig für unseren Kanton, für eine Uni- und Forschungskanton. Und drittens Zusammenarbeit mit der BL. Dort sollten wir dann weiterhin schauen. Und viertens natürlich unsere Steuergelder einen Teil auch in diesem Bereich zu investieren. Also jetzt, wenn es um die Botschaft Bildung Forschung und Innovation geht auf Bundesebene, müssen zumindest alle Universitätskantone sich zusammenschliessen, auf die Hinterbeine stehen, im Bundesbern Präsenz markieren und sagen, die Kürzungen, das geht gar nicht, das ist schädlich für unsere Forschungs- und Innovationsstandort. Im Parlament ist es möglich, den Entscheid vom Bundesrat noch zu kippen und für das würde ich mich mit voller Kraft einsetzen. Bürgerliche argumentieren mit Pasta statt Döner, linke Rede von Autokraten und Bruno Farr.
Herr Attici, wie darf Wahlkampf gehen? Also ich freue mich, wenn man über Themen diskutiert. Ich bin ein Sachpolitiker, wenn man über Inhalte diskutiert, wenn man über Lösungen diskutiert, anstatt über Herkunft oder anderen Themen, die tatsächlich etwas anders schüren als eine soziale Zufriedenheit. Ja, ich glaube, da haben der Mustafa und ich keine Differenz. Es sind jetzt auch nicht Bürgerliche gewesen, sondern eine Person, die das postet hat auf Facebook. Und ich habe klar und deutlich zum Ausdruck gebracht, das ist nicht die Art und Weise, wie ich will Wahlkampf machen. Ich bin überzeugt davon, meine Inhalte sind gut genug. Jetzt sind wir gespannt, wer die mehr überzeugt hat. Schreib gerne in den Kommentar.